Dann haben wir bei Jimbo. Kosmetische Klammern Rezept. Können wieder craften. Oh, ein 70er. Cool. Oh, das gibt Crit. Haben wir. Kostüme. Oh. Kann man ja mal machen. So. Gucken wir hier nochmal. Ah. Das gibt kritischen Trefferschaden. Und noch eine Gesundheit. Finde ich gut. Ey, ich will da wieder... Gibt's da nicht? Muss man so einen Umweg laufen? Ah, guck mal da oben. Ein Selfie? Okay. Einstimmen. Und wo? Hä? Dein Kumpel Kyle hilft dir, hochgelegene Stellen wie ein Dach zu erreichen. Du musst ihn nur rufen. Hatte ich doch. Ah, da. Hier, Pussy Pussy. Wow. Müssen wir die erstmal schnell platt machen. Sonst komme ich da nicht ran. Zuerst. Versau das nicht, Blödsack. Halt die Schnauze. Wie so dumm wie du. Gute Nacht. Ich hab zurzeit einen Haufen Stress. Den werde ich an dir abbauen. Meinst du? Das läuft genau wie geplant. Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Captain Diabetes ist kampfbereit. Dann mach mal. Bam! Hiebe im Namen der Gerechtigkeit. Für Viertklässler seid ihr echt sehr erbrocken. Das machst du nicht. Dein Zug gehört jetzt Kuhn and Friends. Fühlt den Zorn von Humankind! Ein Viertklässler mit einem Drachen. Jau! Was für eine hübsche Lightshow. Du schaffst das! Klar packe ich das. Moment. Muss mal hier so nach vorne und los. Ah, ziemlich cooler Move. Du weißt nicht, wie der geschieht, aber es war definitiv der Cool. Ja. Erzähl einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten. Schön kalt, ne? Wen soll ich quälen? Ich wähle dich. Ja! Ha! Oh. Nimm das, Zwerg! Ich bin dran! Ja, du haust dem hier einfach mal mit Vergnügen eine Reise. Diabetes fordert wieder ein Opfer. Nicht gucken, ihr Schwachteln! So lange lebst du nicht. Gefällig? So lange lebt er dich. Humankind für Gerechtigkeit! Los geht's, Furzlord! So lange lebst du nicht. Oh, sehr gut, Wunderarsch! Die Sandfalle kriege ich noch nicht so ganz hin. Kuhn, Freunde, Daddy ist da. Und ciao. Ja, ha, nimm das, Bitch. Langsam sollten die Bösen ihr Leben überdenken. Du hast gewonnen.
So, jetzt ist hier mal Ruhe, ey. Und Taulis Kommentare sind so sinnlos. Dann mal los! Ach Gott, wie machen die das nur? Boah, krasse Scheiße! Als ich das letzte Mal so high war, hatte ich Sex mit einem großen schwarzen Strandtuch. Du hast mich gefunden! Du bist hier raufgekraxelt. Das ist ein Selfie wert. Danke. Wuhu! Simon. Ich sehe unser Haus von hier. Cool. Das sieht aus wie mein Dach. Kinder haben auf meinem Dach nichts verloren. Skeeters Dach. Genau so, wie ich es dir gezeigt habe. Wir sind echt weit oben. Oh, durch hier. Ah, ja. Nette Zeit, Mann. Behalt deinen Daumen. Echt kühl hier oben. Ich brauche ein Outfit mit langen Ärmeln. Ich glaube, das muss ich nochmal machen. Jetzt geht das. Ich sehe unser Haus von hier. Ich habe zwar jetzt selber in der Trophy gekriegt, aber ist ja nicht so schlimm. Wow, jetzt stinkt mein ganzes Outfit. Dankeschön. Bitteschön. Amazon-Anzug, Amazon-Armschienen, Amazon-Diadem. Nein. Wir sind echt weit oben. Und 50 EP mehr. Und jetzt komm mal runter. Startbereit. Ja. Okay, geschafft. Wir sehen uns. Was? Entsaffter Kobel der Erinnerungsbärenfarm. Wichtiger Gegenstand. Oho. Du hast kein Rumgefurze, ja? Na doch. Sonst macht das doch keinen Spaß. Hey, du bist doch das Superstinktier aus den Nachrichten. Superstinktier? Ich geb dir gleich mal Superstinktier. Hey, du bist berühmt. Das Klo ist hinten, wenn du Dünnpfiff hast. Mach mal die Kiste da weg. Erinnerst du, als Superman noch nicht so deprimierend war? Oh ja, ich erinnere. Oh, ich erinnere. Erinnerst du den Batman-Anzug mit Nippeln? Ich erinnere. Würde ich aber lieber vergessen. Nicht jetzt. Ich versuche gerade Bräute klarzumachen. Ach, wirklich? Dieser Selbstjustizler ist kein gutes Vorbild für die Jugend. Sag mal, spinnst du ein bisschen? Oh, nee. Ich mag Leute nicht, die Selfies machen. Aber machen wir trotzdem eins zusammen, Pupsi. Ja, wie soll Uni, was er will? Super, bis dann, Pupsi. Wieso nennt er mich Pupsi? Ist er... Ugh. Vielen Dank für deinen Einsatz. Die gefressen gerade. Ach, schön. Warte mal. Diabetes hat Arbeit. Das ist ein Klack für Captain Diabetes. Meinst du, da macht dein Job. Jetzt. Tschüss. Das Optik-Penetrator-Rezept. Stufe 70.
Hier 12% Crit. Wäre das nicht schon gebaut? Ich guck mal schnell. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Jo, habe ich gebaut. Habe ich sowas von ihr gebaut. Ich soll ja was craften, ne? Missionsgegenstände. Das ist nicht lecker. Ah, hier ein Nordmann-Anzug. Stelle den Käse-Schrimparito her. Pfui Teufel. Jo, nett. Hau auf die Kacke, Wunderarsch. Yeah. Ha, 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 ha. Bäh. Ich find's einfach nur toll. Ha, 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 ha. Ich war gestern Abend im Hippo und hab meinen Geldbeutel verloren. Wenn du ihn findest, kriegst du eine Belohnung. Ich hab neue Ware reinbekommen. Schau dich um. Hm. Panzeranzugrezept. Sehe mich bald wieder. Das nehmen wir mit. Okay, schnapp dir die bösen Jungs. Die Rezepte nehmen wir mal mit. Komm auch. Naja, ich hab nie genug Stoff. 3, 5, 9. Nee, reicht nicht. Reicht nicht mehr. Reicht nicht mehr. Das ist doch der furzende Selbstjustizler. Jawohl. Na großartig, was für ein Anblick. Was will die mir damit sagen? Ja moin. Jetzt haben sie ein Problem mit mir. Ich werde nicht einfach tatenlos zusehen, wie Sie die Ethnie dieses Mannes beleidigen. Ich habe ihn nicht beleidigt. Entschuldigung. Haben Sie gesagt, dass dieser Mann müde wirkt oder nicht? Ja, er ist mein Freund. Ich sagte, Paolo, du siehst müde aus. Mikroaggression! Hispano-Amerikaner werden oft als verpennt bezeichnet. Zu sagen, dass er müde aussieht, ist eine Mikroaggression, die ich nicht erlaube. Ich bin müde. Du bist neu hier, oder? Ich bin der Direktor deiner Schule, PC Principal. Ich hab gehört, du willst über Ethnien mit mir sprechen? Okay, los geht's! Erkenne die Mikroaggression. Komm schon, du willst was über Ethnien lernen? Streng dich an! Ein schöner Tag, nicht wahr? Sehr gut. Das war in der Tat keine Mikroaggression. Runde 2. Ich hatte einen Hamburger letzte Woche. Stimmt, das war auch keine Mikroaggression. Jetzt werde ich eine Mikroaggression benutzen. Du wirst sehen, wie vorteilhaft das ist. Leute, hört mal her. Ich werde eine Mikroaggression benutzen, aber nur als Training für diesen jungen Menschen. Als Kämpfer für die soziale Gerechtigkeit. Danke, Mikroaggression kommt gleich. Danke. Hä? Brian ist ja eine süße Puppe. Mikroaggression, schlag ihn! Gar nicht übel. Das Wort Puppe ist nicht nur abwertend gegenüber Frauen. Ein Mann dafür zu kritisieren, feminin auszusehen, ist auch eine Mikroaggression. Erkennst du auch die subtilere Mikroaggression? Meine Hose ist warm. Meine Hose ist warm. Dieser Kaffee gehört Tim Sherman. Es soll bald regnen. Janet fährt gern Rollschuh. Mr. Yamashiro fährt eigentlich sehr gut Auto. Mikroaggression! Schlag ihn! Toll! Der Begriff eigentlich impliziert, dass andere Asiaten keine guten Fahrer sind und die Verwendung von Mister ist beleidigend für Personen dritten Geschlechts. Bevor wir über deine Abstammung sprechen, solltest du da draußen etwas Aufklärungsarbeit leisten. So gefällt die Fresse mir besser.
Ja. Und Stufe 5. Noch einen großen Platz. Ich freue mich. Denk daran, Menschen verwenden doch... Ja, du mich auch. Ich kann ein zusätzliches Artefakt einbauen, mehr interessiert mich nicht. Kann ich nur ins 70er, in 71er kann ich das noch craften. Eigentlich, wenn ich Kunst da komme, ich will hier hin. Ein 72er kann ich machen. Das hat bestimmt einen kritischen Treffer. Noch mal ein bisschen mehr davon und das gleiche machen wir eben noch mal rein. Umso mehr kritischen Schaden habe ich. Und umso mehr Damage mache ich. Bin ich super. Und Mikroaggression. Du musst sie dafür büßen lassen. Hast du meine Katze gesehen? Nee. Willst du hier eine Wurst absetzen? Yo. Vielleicht hast du Zöliakie oder eine andere gastritische Erkrankung. Kein Problem für mich. Oh! Du solltest Menschen aller Rassen und Einstellungen anfurzen. Verbrechensbekämpfung mit Inklusion. Kinder soll man sehen und nicht riechen. Warum nicht? Such mal an etwas andere Art. Hopfen hemmt das Wachstum. Der furzende Selbstjustizler nervt. Riechst du das? Das erinnert mich an meinen Urlaub im Yellowstone Nationalpark. Du bist der schrägste Superheld, den ich heute gesehen habe. Okay, ich folge dir. Und doch Zeit. Danke dir, das ist sicher ein cooles Foto. Du bist aber ein Mutiger, was du auch bist. Klar, machen wir eins. So, reicht. War da noch hinter? Jo, können wir. Sonst ist hier aber nichts. Es riecht, als wäre hier die Kacke am Dampfen. Das muss ja auch wirklich hier so. Den ganzen Raum zu mocken. Wow. Kinder soll man sehen und nicht riechen. Die müssen sich doch eigentlich schwer wundern, warum ich so eine Dinger raushauen kann, ey. Warte mal, hier ist irgendwas. Danke. Willst du hier eine Wurst absetzen? Yo. Voilà. Ah, hier ist ja der Stripclub. Kein Türsteher diesmal. Jimbos Brieftasche. Soll das etwa dein Stripclub-Outfit sein? Furz mich voll, du großer Junge! Die kotzt dir alles voll! Oh, der war saftig. Die steht da auch noch drauf, na super.